Hallo ihr Lieben! So, heute habe ich eine ganz tolle Empfehlung für euch, beziehungsweise für euren Hund, wenn es im Winter einfach etwas wärmer braucht für draußen. Und zwar geht es um den ganz kuschelig weichen Fleece-Pulli von Canisima. Ja, erstmal, warum überhaupt einen Fleece-Pulli? Ich habe damals für meine Hunde Omi, für die Chili, diesen Fleece-Pulli bestellt, weil sie einfach mit Rückenprobleme hat. Sie hat Spondylose und da braucht sie Wärme im Winter, dass es nicht auskühlt, weil sonst die Muskeln wieder verspannen. Und im Moment, ja, sie ist einfach ein Hundesenior, sie ist über 15 Jahre und sie bewegt sich nicht mehr ganz so viel und dann hält sie dieser Pulli einfach richtig warm. Für meinen Großen habe ich dieses Jahr auch einen bestellt. Und zwar, wenn er einfach im Auto mal kurz warten muss, dass er dann nicht auskühlt. Ja, aber jetzt wirklich zu diesem Fleece-Pulli. Also, so sieht er aus. Upp. Genau. Und das ist wirklich ein handgefertigter Fleece-Pulli von der Sabine von Canisima. Meinen ersten Pulli von ihr habe ich vor ungefähr 6 oder 7 Jahren machen lassen. Und ja, der ist jetzt immer noch top in Form. Aber ich wollte jetzt einfach mal wieder einen neuen für meine 2 haben. Ja, dieser Pulli ist aus ganz kuschelig weichem Polarvlies, also sehr, sehr leicht. Und die Sabine näht den wirklich auf Maß. Das heißt, sie verlangt wirklich ganz, ganz viele Maße von eurem Hund, dass der optimal passt. Und er kann auch ganz genau angepasst werden, je nachdem, wie lange ihr ihn am Rücken haben wollt, ob er ein Stückchen über die Rute gehen soll oder nicht, wie weit er beim Bauch gehen soll und auch, ob er über die Vorderbeine länger gehen soll. Also da könnt ihr wirklich ganz, ganz kreativ sein. Auch in der Farbe habt ihr eine ganz, ganz große Auswahl und die Sabine berät euch da auch wirklich optimal. Ja, erstmal so zur Qualität. Das Polarvlies ist wirklich richtig kuschelig weich, sehr leicht, verdreckt auch nicht so schnell. Ganz pflegeleicht, auf 30 Grad waschbar und ja, einfach optimal für einen Hund, sag ich mal, geschnitten. Wie gerade schon gesagt, ihr könnt den Pulli auf 30 Grad waschen. Er trocknet auch sehr, sehr schnell an der Luft einfach und ist dann auch gut wiederverwendbar. Ich mache es oft so, dass ich den abends kurz in die Waschmaschine bringe und am nächsten Tag ist er dann auch wirklich trocken. Von der Strapazierfähigkeit her, meinen ersten Pulli, den habe ich immer noch und der ist jetzt ungefähr 6 oder 7 Jahre alt und der ist einfach durchs häufige Waschen, ist einfach vom Vlies her merkbar, den Stoff so ein bisschen fieseliger, aber an sich von der Passform und Qualität hat sich nichts geändert. Ihr könnt unter dem Pulli kein Geschirr ziehen, aber ich habe einfach von der Stiele das Geschirr immer oben drüber gezogen. Oder wer kein Geschirr hat, einfach dein Halsband, dann ist auch kein Problem. Ja, das wäre wirklich dieser Fleece-Pulli. Ich stelle euch noch ein paar Bilder mit ein, dass ihr dann nochmal genau seht, wie das am Hund ausschaut. Und verlinke euch auch die Seite von der Sabine. Auf jeden Fall, ich kann hier wirklich nicht uneingeschränkt neutral sein, weil ich einfach von diesen Pullis wirklich total begeistert bin. Schaut euch einfach mal auf der Seite um und wenn euer Hund da einen braucht, dann kann ich euch das wirklich nur empfehlen, euch von der Sabine so einen Fleece-Pulli machen zu lassen. Ja, dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Hund weiter und wenn ihr einen Pulli habt, dann schickt mir doch mal ein Bild zu, würde ich mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag mit eurem Vierbeiner. Bis bald!